Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine Idee für euch, was ihr mit alten Schmuckresten und kleinen Tontöpfen machen könnt. Vielleicht kennt ihr das, ihr habt Ohrringe und habt einen verloren oder kleine Armbänder, Ketten, die durchgerissen sind oder die ihr einfach nicht mehr tragt, aber eigentlich viel zu schade zum Wegschmeißen sind. Ich habe hier zusätzlich auf meinem Balkon noch kleine Tontöpfe gefunden. Das ist die Miniaturvariante von Tontöpfen, die bei mir eigentlich auch nur rumlagen, weil sie zum Pflanzen fast zu klein sind. In Kombination mit dem alten Schmuck und ein paar weiteren Materialien kann man aber super schöne Windspiele daraus machen, die man dann auf dem Balkon aufhängen kann oder auch im Garten, in Bäumen, wie man möchte. Was man außerdem an Material benötigt, ist eine kleine Zange, vielleicht eine Schmuckzange im Idealfall. Außerdem Schmuckdraht oder diese kleinen Kopfstifte, die ich hier verwende. Es geht aber wie gesagt auch ganz normaler Schmuckdraht oder dünner Draht. Kordeln, alte Stoffreste bieten sich an, Perlen, je nachdem, was ihr so zu Hause habt. Also hier kann man wirklich ganz frei Materialien verwenden, die man zu Hause hat, kleine Glöckchen, alles, was ihr so in eurer Bastelkiste findet. Ich habe hier vom alten Schmuck ein paar Perlen auf die Kopfstifte gezogen und dann mit der Zange verbunden. Das könnt ihr aber wie gesagt auch mit einer Kordel machen. Da kann man völlig frei vor sich hin basteln. Schön sind solche Sachen auch für Kindergeburtstage zum Beispiel. Jedes Kind bekommt dann einen Tontopf, kann den bemalen. Die lassen sich auch ideal bemalen mit Lackstiften oder auch mit Acrylfarbe und kann dann zusätzlich noch auf Kordeln Perlen aufziehen oder andere kleine Schmuckaccessoires, sodass dann jedes Kind am Ende ein kleines Windspiel zum mit nach Hause nehmen hat. Ich verflechte hier einfach ein paar Stoffreste und eine Kordel und das werde ich dann da außen rum kleben. Hierfür bietet sich Heißkleber an. Flüssigkleber geht auch, dauert halt länger beim Trocknen. Das Loch in der Mitte vom Tontopf ist natürlich ideal, um da einen Anhänger durchzuziehen. Das heißt, ihr macht unterhalb des Loches eine größere Perle sowie oberhalb, sodass das nicht verrutschen kann. Und an die Ränder des Tontopfes würde ich dann einfach noch einzelne Stränge mit Heißkleber befestigen. Das hält auch ganz problemlos. Hier seht ihr nochmal eine andere Variante, bei der die Perlen einfach auf einen Stoffstreifen aufgezogen werden. Auch das ist natürlich möglich. In jedem Fall ist dieses Projekt ein super simples Upcycling, bei dem ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich, wenn ihr mir eure Ergebnisse zeigt. Gerne unter dem Hashtag Funkelfaden auf Instagram, Facebook oder auch Pinterest. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr meinem Kanal folgt und ein Like hinterlasst. Bis dann!